Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Compliance wird immer wichtiger. Das zeigt nicht zuletzt die Diskussion über das Verbandssanktionsgesetz. Das ist ja, wie wir wissen, schon einige Zeit lang im Gange. Man hat jetzt zwei große Koalitionen gebraucht und am Anfang dachte man sich, vielleicht wird das nichts, aber die Zeichen deuten doch darauf hin, dass Ende der Legislaturperiode spätestens ein Verbandssanktionengesetz in Kraft gesetzt wird. Und dieses Verbandssanktionengesetz will Anreize für Compliance schaffen. Die Anreize bestehen darin, dass Wirtschaftskriminalität konsequent verfolgt wird und das hart bestraft wird, aber Compliance wird belohnt. So, das ist erstmal kein Problem oder sogar ein Vorteil für große internationale Konzerne, die ohnehin Compliance-Abteilungen unterhalten. Aber wie sieht es im Mittelstand aus? Der Mittelstand sieht sich ein wenig in der Situation, dass ein Haufen Bürokratie auf ihn zukommt. Und in diesem Video möchte ich ein Stück weit auch die Angst nehmen. Ich möchte hier darstellen, wie kann eine Compliance-Organisation aussehen, die nicht auf formale Strukturen und Beauftragte setzt. Wie kann ein Geschäftsleiter, wie kann ein Geschäftsführer für Compliance sorgen? Und da ist Compliance-Kommunikation der Schlüssel. Wir haben in den letzten Jahren eine immer stärkere Professionalisierung im Bereich Compliance gesehen. Compliance kann heute nicht mehr einfach so nebenbei miterledigt werden. Sie stellt hohe Anforderungen an Compliance-Verantwortliche und ist zu einer echten Managementaufgabe geworden. Die Technische Hochschule Deggendorf bietet zum Beispiel einen Masterstudiengang Risiko- und Compliance-Management an. Aber es gibt auch die Normen, die DIN ISO 19600 für Compliance-Management-Systeme und die DIN ISO 37000 für Korruptionsprävention. Speziell auf KMU zugeschnitten ist der im Internet unter www.hamburgercompliancezertifikat.de abrufbare Hamburger Compliance Standard. Ein zweiter Punkt bei der Professionalisierung, das ist allen diesen Systemen gemeinsam, ist die konsequente Anwendung des risikobasierten Ansatzes. Sie bilden Schwerpunkte, um das Compliance-Risiko effektiv zu reduzieren. Das Management der Risiken unterscheidet sich nur in einem Punkt vom Management sonstiger operationeller Risiken. Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Compliance-Kommunikation möchte ich darstellen im Dreiklang von Information, von Mitteilung und von Verstehen. Die Unternehmensleitung muss ihre Compliance-Ziele, ihre Risikotoleranz, ihre Strategie, ihre Werte und Einstellungen ins Unternehmen kommunizieren. All das ist letztlich Kommunikation. Genauso wichtig ist aber auch der Informationsfluss zurück, zum Beispiel um Entscheidungen über die Behandlung von Compliance-Risiken oder die Reaktion auf Compliance-Verstöße treffen zu können. Hier gibt es drei potenzielle Problemfelder: Information, Mitteilung, Verstehen. Bei der Kommunikation, bei der Compliance-Kommunikation ist eine zentrale Entscheidung da. Was ist Compliance und was ist es nicht? Bei Compliance geht es im Kern um Strafrecht. Verstöße haben hier drastische Konsequenzen. Die Praxis erweitert die Ziele. Mitarbeiter sollen das geltende Recht einhalten und ethische Maßstäbe beachten. Okay, ich kann jetzt natürlich sagen, compliant ist, wir halten alle Rechtsnormen ein. Oder vielleicht sogar noch besser, wir halten die Rechtsnormen ein und ethisches Verhalten ist uns wichtig. Aber wo ist da der Informationsgehalt? Wenn man effektives Compliance-Management will, darf man es sich an dem Punkt nicht zu leicht machen. Wichtig für eine klare Compliance-Kommunikation ist anzugeben, worauf sie sich denn beziehen soll. Und deswegen sollte die Geschäftsleitung Compliance-Ziele vorgeben, klar definieren. Compliance-Ziele müssen so konkret formuliert sein, dass ihre Erreichung überprüfbar ist. Wirtschaftsunternehmen, unabhängig von Art und Größe, haben mindestens folgende Compliance-Ziele. Das ist keine Korruption, keine Kartellabsprachen, das ist die Einhaltung der Pflichten als Arbeitgeber, das ist Datenschutz, das ist auch Steuerrecht
und Buchführungsvorschriften. Um Verstöße zu vermeiden, muss den Mitarbeitern konkret gesagt werden, was sie tun oder lassen sollen. Im Rahmen des risikobasierten Ansatzes werden dazu die einzelnen Vorschriften identifiziert und das Risiko von Verstößen analysiert. So kann ein maßgeschneidertes Compliance-Programm abgeleitet werden. Das legt dann konkrete Maßnahmen zur Beseitigung erkannter Schwachstellen und übergreifender Regelungen verbindlich fest. So, jetzt kommen wir schon zum nächsten Aspekt der Kommunikation. Das ist die Mitteilung. Die Information muss da, wo sie gebraucht wird, ankommen. Und zwar am besten genau dann, wenn sie relevant ist. Dazu müssen Kommunikationswege, Inhalte, Anlässe und Regeltermine verbindlich festgelegt werden. Aber zunächst mal unterscheiden wir zwei wesentliche Formen der Kommunikation. Es gibt die informelle Kommunikation und es gibt die formelle Kommunikation. Wenn es darum geht, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, hat wiederholte, konsistente, informelle Kommunikation die größte Wirkung. Und dann gibt es die formelle Kommunikation. Das sind die unternehmensweit geltenden, zum Beispiel Arbeitsanweisungen oder Strategien. Die sind verbindlich, sie sollen verständlich sein, die sind schriftlich, die sind klar, die sind belastbar. Mitarbeiter richten sich an den Erwartungen ihrer Kollegen und insbesondere ihrer direkten Vorgesetzten aus. Erfolgreiche Compliance-Kommunikation macht sich das zunutze. Rechtskonformes und ethisches Verhalten sind die Norm. Das muss eigentlich in der gesamten informellen Kommunikation breit durchgehalten werden. Präsenzveranstaltungen mit der Geschäftsleitung, Schulungen durch Experten und regelmäßige Treffen, in denen Erfahrungen ausgetauscht werden und über Compliance gesprochen wird, sind gute Möglichkeiten dafür. So entsteht eine kollektive Überzeugung, was akzeptabel ist und was nicht. Formelle Compliance-Kommunikation, also schriftliche, arbeitsrechtlich verbindliche Anweisungen, hat ebenfalls ihre Berechtigung. Was sonst soll das Unternehmen machen, um nachzuweisen, dass es Maßnahmen getroffen hat, zum Beispiel, um Korruption zu verhindern? Also wenn dann ein Korruptionsfall eintritt, kann man ja mit dieser schriftlich dokumentierten Ordnung auch die Maßnahmen nachweisen, mit der sich die Geschäftsleitung für die Einhaltung des geltenden Rechts eingesetzt hat. Schriftlich fixierte Vorgaben sind die Rückzugslinie, die es den Vorgesetzten und Mitarbeitern ermöglichen, enttäuschte Erwartungen zu eskalieren. Vorgesetzte können die Einhaltung von Compliance-Richtlinien arbeitsrechtlich durchsetzen. Umgekehrt kann sich ein gesetzestreuer Mitarbeiter auf die Unterstützung der Compliance-Organisation berufen. Die Richtlinien helfen in Konstellationen, in denen unmittelbare Vorgesetzte oder Kollegen Compliance als lebensfremd, bürokratisch oder unumsetzbar verweigern. Der Kern dieser Regelungen, dieser formellen Compliance-Kommunikation ist, klarzumachen, was ist compliant und was ist nicht compliant. Aber Compliance-Kommunikation spielt sich auch noch auf einer anderen Ebene ab. Ich nenne das Berichtswesen. Und hier gibt es auch wieder mehrere Varianten. Die eine Variante ist natürlich die Aufdeckung von Verstößen. Also hier geht es einerseits darum, dass eben Kontrolldokumentationen vorliegen, also die Vorgesetzten, die etwas kontrolliert haben. Da muss dann erkennbar sein, wer hat wann was kontrolliert und mit welchem Ergebnis. Oder wir haben auch die Whistleblower-Hotline. Auch das ist ja ein Kommunikationsweg und es ist gewissermaßen eine formelle Kommunikation. Hier wird ein klarer Weg aufgemacht, auf dem sich Mitarbeiter an bestimmte Stellen im Haus wenden können, die sich den Verstößen annehmen. Eine andere Art ist die Compliance-Regelberichterstattung. Vor allen Dingen über die Compliance-Risiken beim risikobasierten Ansatz. Aber natürlich auch über die Umsetzung, also wie weit bin ich gekommen mit dem Abstellen von Schwachstellen, bin ich dort im grünen Bereich, und der Wirksamkeit des Compliance-Programms. Kommunikation muss verstanden werden, wenn sie wirken soll. Gemeint ist nicht gleich gesagt und ist auch nicht gleich verstanden. Verstehen ist nämlich die Leistung auf der Seite des Empfängers von Kommunikation. Erfolgreiche Compliance-Kommunikation setzt nicht auf juristische Fachtermini. Sie ist nicht dazu da, dass Juristen im Nachhinein Recht behalten. Und die Compliance-Kommunikation wendet sich nun mal in Masse an Nichtjuristen.
Daher kann sie das Non-Compliance-Risiko nur senken, wenn sie so formuliert ist, dass die Mitarbeiter sie verstehen. Ein zweiter wichtiger Punkt von Verstehen ist auch die Ebene, auf der ich es verstehe. Ja, verstehe ich, dass ich Ärger kriege, wenn ich mich nicht dran halte? Oder verstehe ich, warum Korruption schlecht ist? Optimal ist es, wenn die Mitarbeiter nicht nur verstehen, was zu tun ist und was sie zu lassen haben, sondern wenn darüber hinaus vermittelt wird, warum die Compliance-Vorgaben Sinn machen. Den wenigsten reicht ein Hinweis, dass es geltendes Recht ist und Compliance durch Androhung spürbarer Sanktionen erzwungen wird. Und das bringt uns im Grunde genommen zum weiteren wichtigen Punkt aller Compliance-Aktivitäten, und das sind die Kontrollen zur Gewährleistung der Wirksamkeit. Denn natürlich müssen wir damit rechnen, dass es Regelbrecher gibt. Es gibt Leute, die sehen eben gerade nicht ein, warum keine Korruption stattfinden soll, warum sie Geschenke nicht annehmen dürfen oder warum sie Amtsträger nicht bestechen sollen, um Aufträge an Land zu ziehen. Auf Ebene der Geschäftsleitung geht es darum, sicherzustellen, wie die Zielvorgaben durch erfolgreiche Umsetzung des Compliance-Programms erreicht werden. Wichtig ist, dass man sich regelmäßig mit den akzeptierten Rechtsrisiken auseinandersetzt. Jede nicht umgesetzte Maßnahme beinhaltet eine Schwachstelle, und diese Schwachstelle erhöht das Compliance-Risiko. Logisch. Zur Aufsichtspflicht von Geschäftsführern gehört aber auch, dass Unternehmensangehörige davon abgehalten werden, Straftaten zu begehen. Compliance kann Straftaten nicht vollständig verhindern, machen wir uns da nichts vor. Aber wenn das interne Kontrollsystem gut funktioniert, wird es Verstöße erschweren, ihre möglichst frühe Entdeckung erleichtern und die Verfolgung sicherstellen. Auf der Ebene der Führungskräfte ist es eine sehr sinnvolle Sache, die Kontrollen einerseits zu definieren, also welche Kontrollen müssen gemacht werden, und andererseits diese Kontrollen auch risikobasiert festzulegen. Vorgesetzten Kontrollen sind die effektivste Art, die Einhaltung von Regeln durch Mitarbeiter sicherzustellen. Auf der Ebene der Mitarbeiter sind auch Kontrollen sinnvoll. Das sind aber dann mehr Gegenseitigkeitskontrollen, die der Qualitätssicherung dienen, aber natürlich auch dazu führen, im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips oder gestaffelter Kompetenzausübung, rechnerisch richtig und Betrag anweisen bei Rechnungen zum Beispiel, dass einfach nicht einer alle Zügel in die Hand kriegt. Falls Verstöße auftreten, gilt es, Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen. Hier gilt der Dreiklang aus Aufklären, Abstellen und Ahnden. Die vorhandenen Compliance-Maßnahmen müssen wegen des Vorfalls optimiert werden und Kontrolllücken geschlossen. Wichtig ist auch eine angemessene, nicht überzogene arbeitsrechtliche Reaktion auf das Fehlverhalten. Sonst entsteht schnell ein Klima aus Angst oder eine schlechte Fehlerkultur. Ja, so, und damit sind wir im Grunde genommen am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass Compliance nicht abhängt von einer komplizierten Struktur. Im Kern geht es darum, gute Kommunikation, verständliche Kommunikation auf klar geregelten Wegen, und wofür ich natürlich bin, ist der risikobasierte Ansatz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like oder vielleicht abonniert ihr sogar den Kanal. Ich würde mich freuen.